Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in aktuell gerade Chaos City. Mhm. Eigentlich ist es am Alpino. Und, interessant. Ja, ich habe mal kurz das mit den... Jojo, da ist ordentlich was los. Ich muss mal kurz... Ja, ich hab mal ganz kurz von wegen Autobahn das hier unten weitergemacht. Ihr seht das weiterhin chaotisch natürlich. Ich habe jetzt hier auch einmal so einen Kranz hingemacht. Oh, den ich hier noch gar nicht verbunden habe, sehe ich gerade. Muss ich nochmal schnell tun. Und zwar so. Ihr seht ja, hier führt zwischendurch mal so eine Abzweigung auf die Bahn. Das heißt, die müssen jetzt nicht hier rüber, um hier wieder drauf zu fahren, sondern die können von hier direkt quasi hier durchfahren. Das habe ich einmal gemacht. Dann habe ich hier nochmal so einen kleinen Kranz drum gefügt. Und habe den vergessen zu verbinden. Das wollen wir mal kurz nachholen. Aha. Nee. Das ist jetzt ein klein wenig ärgerlich. Na gut, aber nicht zu ändern. So. Wo führt denn dann der jetzt raus? Aha. Da, das heißt, der geht so rum. Dann machen wir das so. Können Sie jetzt von hier nämlich hier drauf und können dann hier runterfahren. Das heißt, deswegen so gemacht, damit Sie eben hier unten reinfahren können. So, und da war jetzt hier das Problem Stau. Hier war das Problem Stau. Das heißt, den führe ich jetzt mal einmal hier ab. Genau, und zwar so. Jetzt wollen viele einmal hier rein, das kann ich verstehen. Aber wo wollen die noch hin? Weiß ich jetzt nicht. Und deswegen mache ich jetzt, kann ich mir nämlich viel einfacher machen, das Thema. Hier, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich muss hier tiefer tunneln, obwohl da ja eigentlich ein passender Tunnel drin ist. So. Jetzt führe ich das nämlich mal so ab, dass sie auf dieser Autobahn fahren können, die ja nach unten führt. Und dann können die entweder hier nach unten oder hier oben nach unten. Und hier haben sie auch noch diverse Möglichkeiten abzufahren. Beziehungsweise werden wir denen jetzt diese Möglichkeiten einfach mal geben. So, ein paar wenige wollen hier reinfahren. Aber ein paar viel zu wenige. Das gefällt mir nicht. Theoretisch gesehen müsste ich jetzt hier quasi eine Abfahrt machen, die dann dorthin führt. Eine schön lange Abfahrt, aber es ist zumindest eine. Oh, da, also, nee, da hat... Sehr schön. Nur... Schwierig. Weil da komme ich ja gar nicht dran. Mal gucken. Dachte ich mir nämlich, das konnte auch nicht funktionieren. An der Ecke. Würde das an... Ja, da hätte ich Kreuzung an Kreuzung. Das gefällt mir so gar nicht. Da wäre ja die einzige Möglichkeit hier. Ja, das ginge sogar. Okay, das heißt, und hier... ziehen wir jetzt am besten wäre es, ich würde schon hier wieder tunneln, damit ich einfach die Übersicht behalte, die ich aber eh schon komplett verloren habe, was das Thema hier betrifft. So, warum ziehst du da Häuser weg? Nein, so zieht er, na gut, damit muss ich leben. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt auch so ein bisschen mit leben. Und dann nehme ich hier wieder raus und kann hier hinfahren. So. Und ihr habt ja gesehen, hier auch unter Tage, jetzt wird diese Tunnelung nämlich schon genutzt, wenn die hier nach unten wollen. Und so ist es gedacht.
dass die hier oben einfach mal ein bisschen weniger belasten. So, klar, hier ist die Belastung extrem hoch durch den Bahnhof. Deswegen, diese ganze Bahnhofstraße, die ist natürlich enorm belastet. Was mich wundert ist, dass die offensichtlich den Bahnhof stärker nutzen als den. Das finde ich interessant, weil die Straße ist gar nicht so stark belastet. Ja, gut. Hauptsache es funktioniert, alles andere soll mir egal sein. Und Hauptsache es gibt nicht mehr Verkehr, als die Straßen erledigen können. Dass es halt keine Staus gibt. Jetzt sieht man schon, hier fahren jetzt eine ganze Menge runter. Naja, verstehe. Das heißt, ich könnte das insofern lösen, indem ich hier... Ja. Wird aber so nicht passen, dachte ich mir. Zwei Häuser. Wieder zwei Häuser. Gefällt mir überhaupt nicht. So, machen wir den nämlich einmal so. Und gehen von hier einmal ab. Ja, von hier vielleicht schon. Machen wir von hier. Machen wir das? Oder? Nee, von hier ist besser. So. Womit ja offensichtlich... Warum würdest du da Häuser wegreißen? Entschuldige. Machen wir so. Okay. So, dann können die nämlich auch von hier abfahren. Gott, das ist ja ein Chaos. Achso, Ampeln hat dann bei Abfahrten natürlich nicht. So, ja, das hat jetzt den Vorteil einfach, dass diese beiden Kreuzungen stark entlastet werden können müssen. Denke ich mal. Weil eben hier nicht mehr so viele Autos hier fahren müssen. Weil die ja eben hier schon abfahren können. Auch die, die hier von oben kommen, die können direkt hier rein. Ist recht praktisch. Die, die von hier kommen, die können halt direkt hier rein, wenn sie müssen. Was auch sehr praktisch ist. Ja, ich denke schon. Und das sollte eine ausreichende Entlastung geben. Hier können sie auch, wenn sie halt auf die andere Seite wollen, können sie auch hier durch. Und hier fahren jetzt dann halt nur noch die rüber, die auch hier wieder hin wollen. Irgendwie. Beziehungsweise hier hin wollen. Ja, ich denke, das ist, wenn es auch jetzt unterirdisch extrem chaotisch aussieht, wirklich extrem chaotisch, da sollten sie tatsächlich nochmal zur Übersicht das Ganze so gestalten, dass man Autobahn und U-Bahn besser miteinander unterscheiden kann. Weil so, ich habe jetzt halt schwarze Linien und das ist das reinste Chaos. Da muss ich mir mal für künftige Sachen irgendwie ein bisschen was einfallen lassen. Das ist schwierig. So, Mitarbeiter fehlen euch offensichtlich schon mal nicht. Warum habe ich dich nicht auf Turbo stehen? Danke. So, na wollen wir mal gucken. Die müssen natürlich, ist auch mit einem Großteil der Belastung, weil hier und hier drehen ja alle die, die hier rein wollen. Beziehungsweise raus wollen. Und das belastet natürlich auch ganz gut, aber halte ich tatsächlich für besser, als jetzt hier 1000 Abfahrten auf der Seite auch nochmal zu machen. Das brauchen wir nicht. Solange sich das hier nicht feststaut oder richtig extrem zähfließend wird, da können die Straßen ruhig rot sein. Das ist ja nur die Farbe der Belastung, aber die fallen uns ja nicht zusammen. Und daher ist das okay. Ja, und das hier, das will jetzt wohl offensichtlich wunderbar funktionieren. Die fahren jetzt dann direkt hier schon rein und teilen sich dann hier entsprechend auf, je nachdem, wo sie hinwollen. Aha. Jetzt fahren die hier rum, um hier drauf und hier rauf zu kommen. Ist das nicht ein bisschen blödsinnig? Weil ihr könntet ja auch hier abfahren. Oder wollt ihr einfach hier rein, dass ihr deswegen dieses Problem habt? Das könnten wir lösen, indem ich den hier
auch einfach mal eine Abfahrt gebe. Dann, ja, super. Wenn ich den jetzt so mache und hier wieder genau. Wobei das natürlich hier unten eigentlich intelligenter gewesen wäre. Dann sollten wir doch mal gucken, ob wir das nicht auch entsprechend nutzen können. Gucken wir mal her. Mal einmal so. Naja, ob das jetzt dann wirklich... Wobei, das hier ist eine Einbahnstraße, die nur noch dort geht. Okay. Das heißt, wenn ich hier jetzt die Ausfahrt... Machen wir nicht so viel. Na, ganz schlaues Kärchen-Abo. Ganz... Ja, ein Haus, ist okay. So. Und Ampel weg. Jetzt habe ich hier zwei Ampeln. Ernsthaft? So. Prioritäten liegen ganz klar hier. Und... Aha. Ach, das ist doch... Okay. Na gut, dort lassen wir das Ganze auf Stopp stehen. Und hier am besten auch. So, da kommen aber schon die ersten raus. Das ist schon mal gut. Das heißt, die wird genutzt. Dass die direkt von hier reinfahren können. Dass die gar nicht hier rüber müssen. So, und theoretisch gesehen... Ah, okay. Die dann jetzt noch hier rüberfahren, sind die hier rein wollen. Das wäre wiederum okay. Damit kann ich leben. Ja. Könnte ich hier auch noch eine Auffahrt drauf machen, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt für... Das wäre überhaupt nicht sinnvoll, wenn hätte ich die hier halt tiefer ziehen müssen. Aber die ist da eigentlich schon ganz gut aufgehoben. Finde ich. Gott, ist das ein Chaos. Also ohne Straßenatlas findet man sich hier unterirdisch bestimmt nicht mehr zurecht. Aber hey, es funktioniert. Das ist doch das Wichtige. Jetzt fordert er schon wieder Industrie. Das ist gut. Ich habe nämlich hier an der Ecke ja das vor. Hatte ich ja gesagt. Das heißt, hier machen wir jetzt... Nee, da nehmen wir jetzt diese hier. Und ziehen den hier jetzt wunderbar direkt hier. So vorbei. Ja. Das finde ich doch gar nicht mal. Ich glaube, ich habe irgendwo auf der Map Mist gebaut. Was den Schienenverkehr betrifft. Vielleicht hätte ich da oben mehr Abfahrten hinmachen müssen. Wäre ja möglich. Runter kommen sie ja ohne Probleme, halt nur nicht rauf. Da staut sich das mittlerweile bis hier runter. Dort. Alter Schwede. So. Okay. Also, mach mal einfach. So wunderbar hier entlang. Machen wir nämlich so. So, dann können wir den... Ich würde sagen, ruhig auch von hier ab. Nämlich auch wieder hier nach oben ziehen. Und... ja, jetzt... Okay, pass auf. Das machen wir... Machen wir so. Ampeln. Na, hier einmal weg. Da könnten wir uns aber eventuell überlegen, da später wieder mit
Einschaltung grüne Welle zu arbeiten. Ich glaube, das wäre so schlimm nicht. Im Gegenteil. So, jetzt ziehen wir so eine. Einmal. So, hier runter. Okay. So. Setzen wieder unsere Schilderchen. Und gut ist. So, dann setzen wir eine von denen. Hier noch durch. Warum bin ich denn dort? Ach, ich Depp. So. Da musste mal wieder... Dachte ich mir. Okay, so. Mach mal so. Ja. Und, so. Okay, jetzt können wir hier Wohngebiet und dort grüne Industrie. Das werden wir auch direkt mal klären. Ja, der ist gut. Das heißt, ja. Den ziehen wir nämlich dann einmal so hier mit runter. Okay. Das machen wir tatsächlich, also da oben das kleine Stück, da machen wir dann halt keine Industrie hin. Das ist aber, wie ich finde, gar nicht so das Schlimmste. Da kommt doch eh nichts hin. Weil muss ja nicht überall. Und hier machen wir eben auch nur bis dorthin, weil hier kommt dann wieder Straße rüber. Das könnten wir direkt mal machen. Dann brauche ich aber hier tatsächlich doch eine Ampel. Kriegen wir die auch in schön? Ah. So kriegen wir sie in schön. Oh, das wird aber dann mit der... Oh ne, kann ich ja hier... Ja. Kann ich ja dann... so drunter herziehen. Okay. Und das sollte auf jeden Fall auch von wegen Hafen und so funktionieren. Gut. Die Ampel, die bleibt dann. Dann brauchen wir natürlich... Na super. Okay, dann stellen wir das dorthin. Ja. Und natürlich auch eine Feuerwehr, die momentan noch Schwierigkeiten hat, da hinten hinzukommen. Aber momentan halt. Das wird dann ein bisschen weit weg. Ja. Dann machen wir hier mal noch so eine kleine hin. Und natürlich eine Grundschule, die momentan auch noch Schwierigkeiten hat. Aber auch das wird dann, denke ich mal, gleich geändert. Stellen wir die oder stellen wir die? Oder die? Ja, so eine, glaube ich, haben wir noch nicht. Okay. Natürlich werde ich jetzt hier auch das Wasser noch nachziehen müssen. Das ist aber kein Problem. Aha. Da soll mir recht sein. So, den ziehen wir jetzt einmal direkt hier entlang. Und fertig. Gut, jetzt ziehen wir dich immer einmal so hier runter, damit wir das mal schließen können. Und bevor die 20 Minuten rum sind. Das ist eigentlich alles. Ups. Na sowas. Machen wir einfach mal so. Machen das Ganze... Machen das Ganze noch so. Und dann soll das wohl gehen.
Wenn ich den jetzt von hier... Na, komm schon. So. Einmal runtergezogen. Oh, doof, ne? Muss man anders machen. So. Nein. Ja. So. Dann können wir den... Ärgerlich. Können wir den halt nur so ziehen. Und das geht jetzt überall das gleiche in grün. Weil zu spitz die Ecken. Aber das funktioniert ja trotzdem. Also von daher jetzt nicht das schlimmste Problem. Natürlich. Und mach du so. So. Noch halt so und dann geht das schon. Okay. Achso, ich habe auch Pause. Ich habe mich schon gewundert, warum das nicht so geht, wie ich es möchte. Also sprich, das Wasser nicht hinterherkommt. Hätte auch umgespielt, ne? Ehrlich jetzt? Ich dachte, das hätte ich alles hier schon gemacht gehabt. Mit den Pferden. So. Jetzt hast du es aber. Wunderbar, reicht doch. Kann halt hier noch einmal machen. Ist ja auch ganz lustig. Reicht vor allen Dingen so dann auch. Fertig. So, Hammer alles. Wunderbar. Ströme natürlich, die fehlen. Ja. Die würde ich sagen, ziehen wir hier jetzt dieser Straße entlang. Und wir wollen ja sowieso hier auf die Autobahn zu. Und dann können wir sie nämlich auch hier weiterziehen. Also hier ziehe ich der Autobahn entlang, später einfach nochmal. Kann ich ja kurz auch gleich machen. Eng. Na gut, dann lasse ich mir damit gleich noch was einfallen. Nee. Doch. Nee, die kleine, die haben wir da hinten. Das heißt so. So, dann sollte gehen. Okay, da darf das noch hin und da kommt auch noch so einer hin. Bitteschön. Das wäre nämlich dann quasi für den Anfang schon. Jetzt sag mir nicht, das reicht nicht mit der Ströme. Dass die da hinkommen. Ja, geht doch. Wunderbar. So war das doch gedacht. Oder? Nee, stimmt. Das ist eigentlich... Und, nochmal kurz Stopp. Und so und dann hierher gezogen. Das ist doch viel sinnvoller. So. Na super. Kollege, was machst du schon wieder mit mir? Mach halt so und geht doch. Ja, das ist viel sinnvoller, wenn ich die einfach nur hier der Straße entlang ziehe. So.
genau. Also meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, 25 Minuten, wenn es euch gefallen hat, lasst die Daumen nach oben da und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Also bis dahin, bye bye.